Zunächst war es ein Unglück, als 1975 in einem Flügel des von Dischendorf so oft besuchten Katharinenklosters Feuer ausbrach. Dann aber bei der Renovierung stieß man auf einen Raum, der früher einmal zugemauert worden war. Zur großen Überraschung der Mönche war der Boden mit alten Pergamenthandschriften übersät. Vorsichtig sammelte man die Kostbarkeiten ein und verpackte sie schließlich in 47 große Kartons. In Athen erfolgte dann in den nächsten Jahren die Katalogisierung der über 1000 Handschriften. 1982 rüstete das Professoren-Ehepaar Barbara und Kurt Allan zu einer Expedition in den Sinai. Ihr Ziel? Die Sichtung der neutestamentlichen Teile aus dem großen Handschriftenfund von 1975. Die sonst für Besucher verschlossene Tür der Bibliothek öffnet sich für sie und ihre Forschungsarbeit kann beginnen. Bereitwillig breiten die Mönche die neu entdeckten Schätze vor ihnen aus. Die meisten der über 1000 Handschriften haben liturgische Inhalte, aber 70 Fragmente überliefern neutestamentliche Texte. Als geradezu sensationell ist zu bezeichnen, dass vom Codex Sinaiticus weitere Fragmente und insgesamt 12 vollständige Blätter entdeckt wurden. Nun besitzt das Katharinenkloster endlich auch Originale dieser berühmten Handschrift, die am Fundort ausgestellt werden können. Damit ist die Fundgeschichte des berühmten Codex Sinaiticus noch einmal ergänzt worden und zum Abschluss gekommen. Die Arbeit Dischendorfs wird heute in aller Welt weitergeführt. Einen Schwerpunkt bildet das Institut für neutestamentliche Textforschung in Münster. Hier liegen fast alle bekannten griechischen Handschriften zur Bibel, die sonst in alle Welt verstreut sind, als Mikrofilm vor. Von überall her kommen Wissenschaftler und nutzen diese Konzentration des Quellenmaterials an einem Ort. Es vereinfacht ihre Erforschung des neutestamentlichen Textes außerordentlich. In Weiterführung dieser einzigartigen Sammlung erfolgt nun noch Zug um Zug die Digitalisierung dieses umfangreichen Archivbestandes. Ich frage Frau Professor Allan nach der Zielsetzung Ihres Instituts. Unsere Aufgabe ist es, zusammen mit allen Mitarbeitern den Text des griechischen Neuen Testamentes, das heißt den Urtext des Neuen Testamentes, das in Griechisch geschrieben ist, so sorgfältig wie möglich zu rekonstruieren und herauszugeben. Dischendorf, von dem unser Film handelt, hat die Grundlagen der Textforschung enorm bereichert. Er hat zu den beiden bekannten alten Handschriften in Paris eine weitere Handschrift enträtselt und schließlich eine vierte am Sinai entdeckt. Aber das ist über 100 Jahre her. Gab es seither keine Handschriftenfunde mehr? Oh doch, es gab sehr wichtige Handschriftenfunde auf Papyrus, auf dem alten Beschreibstoff der Antike. Da gibt es große Papyri, die in Genf gesammelt sind und in Dublin gesammelt sind und eine Fülle von kleineren Fragmenten.